Wir haben uns eigentlich wieder ein vielfältiges Programm einfallen lassen, also über das Heimat-Sound-Festival, das jetzt ins vierte Jahr geht, wo also 12 Bands in Oberammergau 2 Tage im Passionstheater spielen. Über eine Wiederaufnahme von Nabucco machen wir heuer ein neues Stück von Henrik Ibsen, das fast 100 Jahre nicht gespielt wird. Kaiser und Galilea von Henrik Ibsen erzählt über den Nachfolger von Kaiser Konstantin, der im um 300 das Christentum in Rom eingeführt hat und als Staatsreligion ausgerufen hat und der versucht, dieses Christentum zurückzudrängen mit wahrscheinlich über 400 Leuten, die auf der Bühne mitspielen und mit eigentlich insgesamt fast 50 Sprechrollen, also ein ziemlich großes, aufwendiges Stück. Nabucco ist die Geschichte über Nebukadnezar, der über das Volk der Hebräer einen Sieg herbeigeführt hat und in dem Augenblick, wo er siegt, gehen seine beiden Töchter gegen ihn vor und wollen ihn vom Thron stürzen. Und das ist eine große Oper von Giuseppe Verdi, die wir mit der neuen Münchner Philharmonie, ist ein großes Jugendorchester mit 180 Chorsängern aus der ganzen Region und mit 8 Profisolisten in Oberammergau auf die Passionsbühne bringen. Dann kommt noch der Brandner Kasper, der ist ja bei uns im Volkstheater schon über 280 Vorstellungen und den machen wir jetzt auch seit 10 Jahren in Oberammergau. Und dann gibt es das Heimat-Sound-Festival. Das Heimat-Sound-Festival war eine Idee von Frederik Mayet und einem aus unserem Team, der gemeinsam mit Till Hoffmann da 12 Bands nach Oberammergau einlädt und über 2 Tage können wir da ganz viel Leute von überall her, kommt alle nach Oberammergau. Ich glaube, es rentiert sich.